Hallo und willkommen zurück zu Tormented Souls. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon die Richtung gesagt bekommen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu erledigen. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal eine Batterie. Und ja, was wir mit dem Kühlschrank machen, wissen wir noch nicht. So. Na, so lange wird die Muni ein bisschen knapp für unsere Knarre. Aber wir haben ja noch die gute Schotti. Okay. Ja. Die unteren Bereiche werden wir jetzt erstmal ein bisschen absuchen. Wir müssen erstmal noch die Batterie holen gehen und vor allen Dingen, was noch wichtig ist, nochmal in die Anderswelt reisen. Und den Bereich suchen, der noch dunkel war, wo noch dieser eine Typ rumhing. Dass wir den Bereich auch noch abklappern können. Autsch! Hat mich doch mal erwischt. Das war doof. Ja Gott. Okay, also wir müssen auf jeden Fall jetzt mit diversen Gegnern rechnen. Okay, die sind also mit einem Schotti-Schuss weg. Ich weiß nicht, ob die Elektrolanze heftiger ist. Zumindest haben wir für die am wenigsten Munition. Ah, die Jungs haben kein Schwert. Da sind wir direkt in die richtige Tür rein. Wäre damit erledigt. Okay, das ist eine Tür, die wir nicht benutzen können. Oder sind es nur Fenster? Okay, im ganzen Gang ist nur eine Tür. Wäscherei. Okay, sie zückt zwar die Waffe, aber zieht auch nichts. Das wird ja wohl nichts sein. Ah, sieh mal eine an. Hier ist hier was zum Lesen. 14. November 1980. Anna und Emma mögen eineiige Zwillinge sein, aber ihre Persönlichkeiten sind sehr verschieden. Anna ist extrovertiert, ein lautstarkes, waches Mädchen, während Emma still und distanziert ist. Vor ein paar Tagen, nach einer Menge Arbeit,
hatte ich zwei wunderschöne Kleider für sie fertiggestellt. Sie brauchten gerade mal einen Nachmittag, um sie beinahe komplett zu ruinieren. Sie kamen aus dem Wald zurück, schmutzig von Kopf bis Fuß, mit Zweigen und Blättern in den Haaren. Die Kleider waren zerrissen und zerfranst und ich einen Wutanfall nahe. Sorry, muss mal kurz pausieren. Sorry, das war ein wichtigerer Anruf. Ihr werdet wahrscheinlich einen Schnitt gesehen haben, also ich denke mal, ich werde das hier gekürzt haben in dem Punkt. Okay. Dann werde ich mal weiter vorlesen, sorry dafür. Aber ich schürzte meine Lippen, nahm ein paar tiefe Atemzüge und erklärte ihnen, meine Tränen schluckend, wie viel Arbeit mir diese Kleider gemacht hatten. Annas Augen wurden glasig und sie stammelte eine Entschuldigung, starrte zu Boden, sie schien tiefes Bedauern zu empfinden. Emma aber blickte mir direkt aber mit unbedarftem Ausdruck in die Augen und dann formte sich ihr Gesicht nur eine Sekunde lang zu einer höhnischen Grimasse. Ihre kalten Augen ließen mich erstarren. Von ihrem Ausdruck erschrocken und ohne zu wissen, was ich sonst tun sollte, schickte ich sie auf ihr Zimmer. An diesem Tag aß sie nicht zu Abend. Okay, da haben wir eine Tür. Die Waschmaschinen laufen auf jeden Fall noch. Ah, Nagelpistolenmunition. Sehr schön. Reicht aber nicht für einen Gegner. Fest verschlossen. Was ist das? Riecht grässlich. Da liegt auf jeden Fall was drin. Knopf ist verklemmt, fest verschlossen. Okay, das kann ich aktuell nicht benutzen. Bis morgen. Eine leere Kiste mit einer medaillenförmigen Öffnung, förmigen Vertiefung. Okay. Ah, okay. Das ist zum Gießen. Da muss, da wird Metall eingeflossen, also ich kann es ja mal kurz erklären. Also wenn man hier die Öffnung sieht, da oben wird mit flüssiges Metall reingelassen und damit es dann da drin diese Form bildet und abkühlt. Ich glaube Flotille oder so ähnlich hieß das. Komm gerade nicht auf den genauen Namen. Duschraum. Also irgendwo muss auf jeden Fall eine Schmiede bzw. Schmelze sein. Okay. Ein Gerät zur Durchführung einer Hochdruckhydrotherapie.
wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zur Behandlung von Geisteskrankheiten verwendet. Da liegt eine Diskette. Ich denke mir mal, dass da gleich aus irgendeiner der Badewanne jemand rausgesprungen kommt. Danke. Eine alte Diskette, auf der Vorderseite stehen Namen. 1 Schaubert, 2 Tamar, 3 Loma, 4 Judith, 5 Abital, 6 Tischer, 7 Milka, 8 Shilon, 9 Lois, 10 Kala. Okay. Ah, Munition für die Nagelpistole. Muss ich nicht die gute Muni verbraten? Was für eine schreckliche Art zu sterben. Sag ich doch. Batterien für die Elektrolanze. Moment mal. Ein großes First Aid Kit. Und den haben wir jetzt schon 4 Stück. Haben noch 3 kleine, ordentlich Munition und alles. Okay. Okay, da sagt sie zwar was zu, aber benutzen ist nicht so weit. Die Tür ist aufgesperrt. Die Diskette, beziehungsweise in dem anderen Raum konnten wir, glaube ich, auch noch irgendwas machen. Wäscherei, nee, da war nichts mehr so weit. Duschraum. Okay, da kommen wir wieder in den Flur. Okay. Gut, dass wir hier zuerst waren. Wir müssen nämlich so oder so nochmal runter. Weil da ist nämlich auch der Raum, wo wir die Diskette überspielen können. Beziehungsweise wir müssen in den anderen Raum. Ich bin am überlegen wegen Speichern. Eigentlich haben wir relativ gut was geschafft, aber ja, noch nicht. Ich würde sagen, wir speichern ab, bevor wir ins Büro gehen, falls da noch irgendwas sein sollte. Autsch. Moment. Hat schon wieder Schaden gemacht. Na gut. Erstmal hier unten
Die Batterie, die nehmen wir erstmal mit. Die müssen wir ja in der Vergangenheit da reinsetzen. So. Wenn bestimmt noch die ein oder andere böse Überraschung jetzt begegnen. Hier ist sonst weiter nichts gewesen. Waren die verwandten Überreste, da müssen wir auch mal in der Vergangenheit gucken, ob da was drin liegt. Lager könnten jetzt wieder Angreifer sein, weil wir hier was zu erledigen haben. Diese Stachelviecher sind auf jeden Fall bis jetzt die nervigsten Gegner. Da müssen wir ein Passwort eingeben. Das Problem ist nur, wir haben noch kein Passwort. Wir könnten zwar die Diskette einsetzen, das würde aber relativ wenig bringen, weil wir noch kein Passwort haben. Oder haben wir irgendwas in den Dokumenten? Sorry, wenn ich das gerade nicht vorlese alles, weil wir hatten das schon alles gelesen und das war der Hinweis für das Herz. Ups. Wollte eigentlich darauf gehen. Hat man gerade. Ich guck gerade, ob da irgendwo diese Namen stehen, ob da irgendwo ein Hinweis ist. Okay, da ist auch sonst weiter nichts. Muss ja irgendwo sowas wie eine Art, sag mal, Patientenakte sein, wo dann eventuell diese Namen dann stehen, also speziell. Ja.
Okay. Soweit noch nichts. Das ist alles nur Geschichte, aber kein Hinweis, den wir brauchen. Okay. Jetzt haben wir die Diskette, aber noch nicht den Hinweis, wo wir die einsetzen können, beziehungsweise wie wir welches Passwort wir da brauchen. Okay, die Batterie haben wir, die müssen wir in der Vergangenheit einsetzen. Jetzt würde ich gerne mal in die Anderswelt gehen und da mal einen Versuch wagen, mit dem Hammer das Tor aufzukriegen. Bevor wir wieder nach oben gehen, weil oben weiß ich nämlich, was ich schon zu tun habe. Da muss ich dann nochmal reisen, um die Batterie dann dort einzusetzen, damit die hier in der Zeit dann aufgeladen ist. Es ist auf jeden Fall ziemlich viel hin und her gerenne. Ich weiß jetzt nicht, wo neue Gegner sind überall. Also wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, in dem unteren Bereich waren Gegner. Oben auf dem Flur waren Gegner, also allgemein die Hauptkorridore sind wieder ziemlich mit Gegnern überrannt. Hinten waren ja auch noch ein paar verschlossene Türen, da kommen wir aber nicht dran. Kann natürlich sein, dass ich den einen oder anderen Gegenstand übersehen habe. Aber ich denke mal, ich suche eigentlich relativ gründlich. Na, der Part ist auch schon fast hier zu Ende. Ich finde es aber echt interessant gemacht, dass man einerseits durch die Zeit reist, andererseits auch die Möglichkeit hat, in diese Anderswelt da zu reisen. Also diese Parallelwelt, sag ich mal. Bisschen machen wir auf jeden Fall noch. Muss ja noch mit einrechnen, dass ich gerade eben noch den Telefonanruf hatte. Wenn der rausgeschnitten ist, ist der Part ja noch deutlich kürzer. Ich hoffe, ich habe auch den Klick bzw. rausgeschnitten bekommen, wo ich das Mikro stumm schalte, weil das tut einem ja ein bisschen in den Ohren weh. Deswegen gucke ich, dass ich möglichst wenig einsetze beim... Aua! Okay, der hat auf jeden Fall noch Beine. Das war wohl, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir hier jetzt weiterkommen.
Okay. Also hier kommen wir auch immer noch nicht weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas finden, um den Rost loszuwerden. Das Freiklopfen mit dem Hammer hat jedenfalls nicht geklappt. Als Gedankengang. Die Gussform können wir gerade leider nicht nutzen. Ich sagte Flutille, Kokille heißen die. Was die ganze Zeit noch überlegen wird, wie diese Form genau hieß. Kokillen heißen die, nicht Flutillen. Guck ich auf Flutille. Egal. Ja, das schaffen wir glaube ich noch. Wenn wir dann nochmal in die Vergangenheit reisen. Das größte Problem, was wir aktuell haben, ist, dass wir kein Passwort haben für die Diskette, die wir ja brauchen, um durch die eine Tür zu kommen. Ich denke mal, die werden wir wohl dann noch kriegen. Lass dich nicht stören. So. Eigentlich total verrückt, aber das Aufladen wird mehrere Tage dauern. Unten. Ist rechts oder was ist links? Ich glaube, hier rechts musst du mir lang. Bingo! Mal die aufgeladene Batterie. Eine alte Autobatterie. Voll aufgeladen. Goodie, goodie. So, ich bin jetzt gerade in der Haupthalle. Okay. Kleidezimmer. Hm.
Besprechungsraum. Ja. Da ist die Bibliothek. Bisschen verwirrend hier und da die Karte. Okay, hier bin ich in der falschen Richtung. Da ist das Schlafzimmer dann, das heißt, dort müsste die Bibliothek sein. Was auch immer da oben rumkreucht, wird es wahrscheinlich sehr unangenehm werden. Aber was das ist, sehen wir dann im nächsten Part. Ja, ich weiß, ich bin gemein, aber wir haben mittlerweile schon einen guten Part zusammen. Und ja, bevor ich da hochgehe, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.